Das Waldviertel. Idyllische Wälder, unberührte Natur, satte Wiesen, fruchtbare Felder. Hier, unweit der tschechischen Grenze, ist die Dachsberger GmbH beheimatet. Niederösterreichs größter Schweineschlacht- und Zerlegebetrieb. Wir produzieren Schweinefleisch, großes für den österreichischen Markt. Wir haben auch 20% Exportanteil für Schweineteile, die in Österreich keinen Markt haben, zum Beispiel wie Füße oder Knochen. Die gehen bei uns in Export nach Asien, auch in die EU. An die 1200 Schweine werden in Gaudendorf täglich verarbeitet. Schweine kaufen wir zu 95% in Niederösterreich, also von niederösterreichischen Schweinebauern. 5% aus Oberösterreich und dem Burgenland. Für uns ist wichtig, dass die Tiere alle aus Österreich kommen, also geboren in Österreich, gemästet in Österreich. Das ist unsere Philosophie und nach derer leben wir eigentlich hier. Rund 250 Mitarbeiter sind bei Dachsberger beschäftigt. Drei Viertel kommen aus den EU-Nachbarländern. Der EU-Beitritt war ganz wichtig für uns, dass wir Arbeitskräfte bekommen. Und auch der Markt ist durch den EU-Beitritt größer geworden. Der Zahlungsverkehr ist natürlich viel einfacher geworden durch den Euro. Doch es gibt auch eine Kehrseite. Die Bürokratie ist halt etwas, was uns stark belastet. Schränkt dich halt als Unternehmer ein. Da gibt es, glaube ich, einen massiven Verbesserungsbedarf. Trotz aller Herausforderungen investiert Dachsberger in die Zukunft. Ja, wir haben einen großen Zubau geplant, um den Betrieb immer weiter zu modernisieren. Ja, und den Betrieb halt weiter in die nächste Generation führen. Wichtige Anlaufstelle bei vielen Fragen ist die Wirtschaftskammer Niederösterreich. Ja, Service nutze ich hauptsächlich die Treffen mit meinen Branchenkollegen. Ja. Zirkstelle Horn sind wir in engem Kontakt, aber auch in St. Pölten kriegen wir immer gute Informationen. Also das passt im Großen und Ganzen. 100%.